Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine bewegende Rede von Bernd Baumann, wie die Presse darüber berichtet hat und was Bernd Baumann noch hätte besser machen können, dass die Rede noch mehr aufrüttelt, die Leute noch mehr zum Umdenken bewegt. Im Folgenden die Rede in voller Länge, danach ein paar Worte dazu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute konstituiert sich ein neuer Bundestag. Und seit bald zwei Jahrhunderten ist es fester parlamentarischer Brauch, dass ein sogenannter Alterspräsident diese erste Sitzung eröffnet. Und das war immer aus Respekt vor dem Alter der älteste Abgeordnete von allen. Von der Frankfurter Paulskirche bis zum Parlament des Kaiserreichs, von der Weimarer Republik bis zum wiedervereinigten Deutschland, sogar bis tief hinein in die Regierungszeit Merkels. Alle Reichstage, alle Bundestage hielten sich an diese Regel. In fast zwei Jahrhunderten hat nur ein Parlament es gewagt, mit dieser Tradition zu brechen. Das war, man muss es deutlich sagen, 1933 nach der Machtergreifung mit einem Präsidenten Hermann Göring. Soll das Ihr Vorbild sein? Davor hatte ich Sie 2017 schon gewarnt. Das ist keine gute Tradition. Kommen Sie wieder zurück auf den seit Jahrhunderten bewährten Weg aller deutschen Demokraten. Warum wollen Sie diese Regel heute wieder durchbrechen? Ist doch klar. Wie vor vier Jahren kommt auch heute der älteste und erfahrenste Abgeordnete und damit der legitime Alterspräsident aus den Reihen der AfD. Akzeptieren Sie das, erkennen Sie das endlich an. Und es gibt noch einen Grund, warum Sie sich weigern. Noch einen Grund, denn der älteste und erfahrenste in diesem neu gewählten Parlament ist Alexander Gauland. Über ein halbes Jahrhundert in der deutschen Politik, auch an führenden Stellen, 40 Jahre davon in der CDU und in den vergangenen vier Jahren der mächtigste und wortgewaltigste Oppositionsführer hier im Hause, meine Damen und Herren. Den legitimen Alterspräsidenten Gauland wollen Sie verhindern, genauso wie beim Amt des Vizepräsidenten. Auch das verweigern Sie uns seit vielen Jahren. Ein wichtiges, ein zentrales Amt, das alle anderen Fraktionen bekommen und das laut der Geschäftsordnung auch der AfD zusteht. Beides, die Verweigerung des Alterspräsidenten wie auch des Vizepräsidenten, ist nicht nur eine Missachtung der AfD als gleichberechtigte Fraktion hier im Hause. Schlimmer noch, es ist auch eine Missachtung, eine Herabsetzung von Millionen Wählern, eine Beleidigung jedes Einzelnen, eine Verhöhnung der Demokratie, meine Damen und Herren. Am Umgang von Regierungs- und Parlamentsmehrheit mit der Opposition zeigt sich der Zustand einer Demokratie. Eigentlich müsste die EU-Kommission umgehend ein Rechtsstaatsverfahren eröffnen. Nicht gegen Ungarn, nicht gegen Polen, meine Damen und Herren, sondern gegen Deutschland wegen offensichtlicher und fortgesetzter Benachteiligung der Opposition in diesem Haus. Wir werden nachher noch sehen, wie es weitergeht bei der Wahl des Vizepräsidenten. Mit Michael Kaufmann tritt ein sehr renommierter Hochschulprofessor an. Selbst der linke Ministerpräsident in Thüringen hat ihn gewählt. Und nicht mal Frau Merkel hat das rückgängig gemacht. Wie hat die Presse auf die Rede reagiert? Zunächst war ich überrascht, dass die Presse überhaupt reagiert hat. Normalerweise schweigen die großen Medien kollektiv, wenn AfD-Vertreter gute Reden halten. Warum haben die großen Medien nun diese Rede aufgegriffen? Sie haben eine vermeintliche Schwachstelle aufgemacht, und zwar den historischen Vergleich. Es ist so, dass historische Vergleiche immer hinken, weil Geschichte sich nicht wiederholt. Die großen Medien möchten nun auf Bernd Baumann zeigen und sagen, du Prolet, du bist ein Schaumschläger, du bist ein Dummschwätzer, denn die jetzige Situation ist natürlich ganz anders als damals im Dritten Reich. Und es ist natürlich sehr dumm zu sagen, es wäre jetzt ähnlich wie im Dritten Reich mit Göring, die Benachteiligung der AfD. Die AfD würde es wäre auf keinen Fall vergleichbar. Es ist in Wahrheit aber sehr wohl so, dass es Parallelen gibt. Und die Lösung, die die Rede perfekt gemacht hätte, wäre gewesen, diese Parallelen zu erklären. Und das ist die große Herausforderung. Es ist das große Problem der AfD von Querdenken, aber auch schon davor, zu verbalisieren und zu erkennen, was diese Leute im Genauen tun. Und es ist ein bisschen so, was man nicht verbalisieren kann, das gibt es nicht. Und deswegen fühlen sich die großen Medien und die Altparteien im Moment so sicher, weil sie etwas machen, was bis jetzt nicht verbalisiert wird. Sozusagen ein Verbrechen, das nicht benannt werden kann, das gibt's nicht.
Und allein ein Vergleich mit Göring hilft nicht. Was sind nun die Parallelen? Die Maßnahmen, dass die AfD nicht den Alterspräsident stellen darf und dass Gauland nicht die Rede halten durfte, ist eine Demütigung. Es ist so, dass die anderen Parteien dann sagen, die AfD hat ja das und das gemacht. Das könnte Baumann aufgreifen und sagen, das ist unausgewogen. Es gibt gewisse Wörter, die eigentlich immer fallen müssen. Und Unausgewogenheit, das ist eigentlich das, womit die großen Medien und die anderen Parteien beständig arbeiten, wenn sie die AfD drangsalieren, indem sie Vorgänge unausgewogen in den Mittelpunkt stellen. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie durch ihre Wahrnehmung manipuliert werden. Wie Alice Weidel in einer Pressekonferenz später festgestellt hat, wird ja nicht nur die AfD-Fraktion gedemütigt, sondern vor allem werden die vielen Wähler gedemütigt und herabgewürdigt. Sie sind dadurch Menschen zweiter Klasse in Deutschland. Und genau hier haben wir die Parallele zu den Nazis. Und das ist eine Parallele. Die Benachteiligung der AfD-Wähler ist real in der Gesellschaft. Indem sie systematisch verächtlich gemacht werden, wird ihnen Angst eingejagt, in die AfD einzutreten und sich zu ihr zu bekennen. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das entspricht nicht dem Geist einer Demokratie. Sondern das sind eindeutige Parallelen zu den Nazis. Und genau das hätte Baumann so beschreiben können. Das heißt, erst beschreibt er, was sie machen. Die Verächtlichmachung, die Herabwürdigung. Die Herabwürdigung der Wähler. Und dann zieht er den Vergleich zu Göring und zu den Nazis. Und den kann er dann auch wirklich festziehen. Da muss er dann kein Blatt vor den Mund nehmen. Da muss er dann nicht sagen, ja damals Göring, sie wollen doch nicht so sein wie Göring. Soll das ihr Vorbild sein? Sondern er sagt dann, was sie machen, entspricht zu einem gewissen Grad dem Geist der Nazis. Und da muss er da nicht von runter. Weil er hat es vorher beschrieben. Er hat vorher erklärt, warum das so ist. Und dann zieht er die Schlussfolgerung mit Göring und mit den Nazis. Und das sind dann Anschuldigungen, die aus meiner Sicht richtig sitzen. Das Wichtige ist, dass wenn man historische Vergleiche zieht, dass man sie natürlich relativiert. Indem man sagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Selbstverständlich gibt es aber Parallelen. Das heißt nicht, dass jetzt alles genauso sein muss, wie es damals war. Mit so einer präzisen Abrechnung hätte aus meiner Sicht Bernd Baumann einen wirksamen Schlag machen können. Seine Rede war aber so natürlich auch schon toll. Wichtig ist, gewisse Dinge in Erinnerung zu rufen. Die Vorgänge. Man hat es ja schon längst vergessen, wenn es nicht wiederholt wird. Allein der Vorgang vor der Wahl 2017 mit den Änderungen, die nur deshalb gemacht werden, damit ein AfD-Vertreter nicht Alterspräsident oder etwas anderes werden kann. Und natürlich die Sache mit den Vizepräsidenten. Aus meiner Sicht war es ein Fehler, nach dem ersten Wahlgang das Ganze zu beenden, sondern hätte ruhig mehrere Wahlgänge machen können. Allein schon, damit es den anderen mehr im Bewusstsein ist, was sie machen. Dass es in den Mittelpunkt gerückt wird. Dass es nicht nur einen Wahlgang gibt, sondern es gibt dann drei quälende Wahlgänge. Die anderen Abgeordneten wissen, was sie tun. Und sie werden beständig daran erinnert, dass es abschaumhaft ist, was sie hier machen. Und das soll man ruhig in die Länge ziehen. Das soll man nicht sagen, es ist mit einem Wahlgang getan. Nein, sondern ihr müsst diese Schandtat, ihr müsst es zweimal wiederholen. Aus meiner Sicht war aber die Rede natürlich toll. Man kann im Nachhinein natürlich immer Verbesserungsvorschläge machen. Und aus meiner Sicht muss diese Rede auch unbedingt verbreitet werden. Wozu ich hier auch einen Beitrag leisten möchte. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.